Unser Kollege soll möglichst viele von ihnen mit der Glocke fangen. Mit wenigen Bällen klappt es noch einigermaßen. Bei vielen hintereinander wird's schon schwierig. Er muss sich nach links und rechts strecken, denn ein senkrecht auftreffender Ball springt auch genau senkrecht wieder nach oben. Aha, der Aufprallwinkel ist entscheidend. Was ist also, wenn die Bälle auf eine Schräge treffen? Klappt schon besser. Die Bälle springen in einem rechten Winkel weg, fast horizontal. Aber es bleibt schwierig, denn immer noch machen alle Bälle das Gleiche. Neue Idee: Wir biegen das Brett. Jetzt springen alle Bälle in die Mitte. Die Krümmung beeinflusst die Bälle. Bei einer bestimmten Wölbung werden sie an einen Punkt zurückgeworfen. Aber was für eine Zauberkrümmung ist das? Ein richtiger Kreis ist es nicht. Aber was dann? Ob wir so eine Form irgendwo wiederfinden? Auf nach draußen. Hier vielleicht? Naja. Da, eine Parabolantenne. Die gleiche Krümmung. Parabolantennen empfangen Radiowellen aus dem All, die von weit entfernten Himmelsobjekten abgestrahlt werden. Ob eine Parabolantenne unsere Bälle genauso einfangen kann wie die Radiowellen? Um das rauszukriegen, haben wir uns einen Parabolspiegel ins Studio geholt. Egal, wo die Bälle auftreffen, sie werden alle auf den gleichen Punkt gelenkt. Durch die Krümmung in Form einer Parabel gehen alle in der Mitte durch den Brennpunkt. Bei den schwachen Radiowellen aus dem All ist es das Gleiche. Sie müssen gebündelt werden, damit Astronomen Informationen aus ihnen herauslesen können. Die Zauberkrümmung der Parabolantenne macht es möglich.